Willkommen bei einer weiteren Folge Waste Your Time TV. Heute mit dem Spiel Risk of Rain. Ja, das ist ein Indie-Spiel, welches ich euch unbedingt mal vorstellen möchte. Und ich finde, es ist ein sehr gelungenes Indie-Spiel, weil es einfach wirklich dafür da ist, gelegentlich gespielt zu werden. Und es macht irre viel Spaß. Am Anfang habe ich es auch mehr als gelegentlich gespielt. Letztendlich geht es darum, einfach hier spawnen überall Gegner. Die muss man halt abknallen. Die verlieren Erfahrungspunkte und Geld. Und mit dem Geld kann man sich neue Items kaufen und mit den Erfahrungspunkten levelt man. Ja, das ist eigentlich schon der ganze Trick des Spiels. Ziel der Level ist es, einen Teleporter zu finden und den zu aktivieren. Und wenn man den aktiviert hat, muss man 90 Sekunden aushalten. Es spawnen mehr Gegner und auch ein Boss. Und wenn man diese 90 Sekunden ausgehalten hat, muss man die restlichen Gegner vernichten und kommt ins nächste Level. Ja, das ist das Spiel. Und ja, ich werde jetzt einfach mal weiterspielen. So, dann wollen wir uns mal direkt auf die Suche nach dem Teleporter machen. Keine Ahnung, wo der ist. Das ist auch noch eine Eigenart des Spiels. Die Level sind immer zufallsgeneriert. Es gibt natürlich eine gewisse Vorgabe an generierten Levels, aber im Großen und Ganzen kommst du immer ein bisschen so vor, als wäre es zufällig gewählt. Vor allen Dingen sind die Spawnpunkte immer zufällig, wo der Teleporter sein kann und auch wo du spawnst nachher. Und ja, der Boss, der spawnt, ist auch zufällig. Es gibt so eine gewisse Bossanzahl. Und ja. Achso, eine weitere Eigenart des Spiels ist, wenn man mal oben rechts in die Ecke guckt, da sieht man die Zeitangabe. Und je länger man braucht, desto schwerer wird. Also jetzt ist es noch auf Very Easy. Aber wenn ich jetzt erstmal ein paar Minuten gespielt habe, dann wird es plötzlich nur noch easy. Und so stapelt sich das immer weiter hoch, bis man nachher einfach wirklich so gut wie keine Chance mehr hat. Da muss man dann so weit gekommen sein wie möglich. Sonderlich weit bin ich auch noch nicht gekommen, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin echt scheiße in dem Spiel. So, komm schon. Weiter geht's. Bin auch mal gespannt, wie lang dieser Part wird, weil das kann wirklich von 5 Minuten bis einer halben Stunde gehen. Wenn nicht sogar noch länger. Und da ist nicht mehr da. Scheiße, nicht genug Geld, aber vielleicht, ja. So, hier, also ja, nachher ist man halt einfach so mächtig, dass man die eigenen Effekte kaum noch braucht, weil die ganzen Effekte, die letztendlich da sind, töten schon alles in der Nähe. Sofern man relativ schnell so mächtig wird natürlich, weil wenn das nachher zu schwer wird, spawnen Bosse auch einfach mal so. Ja, und dann hast du natürlich dickes Problem. Oder dicke Probleme. So langsam könnte ich aber auch mal... Achso, das sind Schreine, die können ab und zu mal ein Item droppen. Die sind, das garantiert kein Item-Drop. Kostet dafür aber natürlich auch weniger und man kann es öfter benutzen, aber je öfter man es benutzt, desto teurer wird es auch. Also irgendwann rentiert sich das einfach gar nicht mehr. Dann sucht man lieber noch eine Kiste, um das restliche Geld auszugeben. Hier ist noch so eine kleine Truhe. Hier ist der Teleporter als Beispiel. Ja, das wir warten. So, ich werde ihn mal erstmal hier mal kurz umbringen. Das kann ja von hier oben. Sauber. Teleporter aktivieren. Schnell nach oben. Da ist ein Bossgegner zum Beispiel. Ich versuche mir jetzt erstmal hier das Item nochmal zu schnappen. Und das Item auch nochmal zu schnappen. Stay alive ist jetzt meine Aufgabe. Gucken, ob ich das hinkriege. Eigentlich ist das im ersten Level ehrlich gesagt noch nicht so hart. Aber man kann auch schnell mal hier daneben liegen. So, weiter geht's. Der Bossgegner hier ist zum Glück der einfachste Bossgegner, den es gibt. Es kann hier aber auch ganz andere Bossgegner kommen, wirklich. Da gibt's echt schwere teilweise.
kommen dann aber meistens in den schwereren Level. Ich habe auch so das Gefühl, dass hier so eine Art Prioritätenliste gemacht ist. Ab und zu kommt ja auch mal ein schwerer Boss im ersten Level, aber meistens kommt halt er hier. Keine Ahnung, ob das irgendwie einen tieferen Zweck hat. Oh, und durchspringen. Der Anfang ist wie gesagt noch relativ entspannt. Kann man eigentlich viel schief machen oder falsch machen. Wahrscheinlich Steuerung gewöhnen und dann geht's los. Ich muss leider auch ehrlich sagen, dass es mit Controller deutlich einfacher ist. Ich den aber leider nicht dabei habe. Der liegt noch in Kiel. Ich bin jetzt gerade zu Hause. Also nicht in meiner Wohnung zu Hause, sondern zu Hause von meinen Eltern zu Hause. Deswegen komme ich überhaupt erst wieder richtig zum Zocken, weil vorher war das sehr knapp bemessen. Scheiße. Zeitlich, weil das Studium mich ziemlich einnimmt. Aber das wird sich sicherlich nochmal ändern. Ich habe auch ziemlich lange Semesterferien, da wird dann viel Content auf euch zukommen. Aber jetzt auch genug von mir rumgelabert, weiter zum Spiel. Langsam werde ich mächtiger, wie man auch schon sieht, immer an dem ganzen Geleuchte und was nicht alles. Ich versuche jetzt nochmal hier ein paar Items einzusacken. Scheiße. Scheiße. Ja, ich versuche mich echt von Schreien fernzuhalten mittlerweile, weil die echt... Ich habe so viel Pech damit. Das ist der Wahnsinn. So. Ich will Truhen. Truhen. Hier ist eine Drohne, das ist verdammt cool. Die machen gut Schaden nachher. Das ist zwar die schwächste Drohne, aber auch die macht nachher sehr gut Schaden. Wenn man, vor allem wenn man mehrere gleichzeitig hat. Nachher hat man echt so 5 Drohnen neben sich und da muss man echt fast nur noch gehen. Und alles fällt um. Bis es natürlich dann wieder ordentlich schwer wird, aber... Wieso, ey, wie kommen wir denn da oben hin? Wie scheiße ist das denn? Da oben ist eine Truhe. Ich will die Truhe haben. Ist das so ein Jump-Teil? Nee, auch nicht. Wunderbar. Wunderbar. Sauber. Haben wir jetzt gleich eine nächste Truhe. Neues Item. Ich hoffe mal, es ist so ein Raketenwerfer-Teil. Das hat nämlich dann eine Chance, wenn ich normal schieße, dass da ein paar Raketen mitfliegen. Die machen extrem viel Schaden und lohnen sich auch wirklich. Ich werde jetzt langsam mal wieder zurückdümpeln. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit auf Itemsuche zu gehen, aber irgendwie komme ich jetzt erstmal gar nicht mehr raus. Das ist so ein Scheiß. Sauber. Sogar ein Item gekriegt noch. Jetzt mal mich auf dem Weg zurück zum Teleporter, beziehungsweise zu den restlichen Gegnern. Und dann geht's ab ins nächste Level. Das nächste Level hat's meist schon echt in sich, also oft komme ich gar nicht über 2 Level, muss ich ehrlich gestehen. Aber wie gesagt, ich bin noch alles andere als gut in diesem Spiel. Juhu. Leider keine Kohle, um den Altar nochmal zu betätigen. Oh, kann ich jetzt gleich mal da sein bei den Gegnern. Da unten sind noch ein paar. Ah, das ging fix. Und hier oben sind noch ein paar. Sauber, dann kann ich gleich nochmal den Altar... Ah, hier ist noch ein Altar. Wow. Das meine ich damit, wenn man nachher gute Effekte hat, dann rockt man das halt alles weg. Den Alltag kann ich auch nochmal betätigen und dann ab zum Teleporter. Mal gucken. Natürlich nichts. Bäh. Scheiß Spiel. Hab echt lange für das erste Level gebraucht, aber dafür habe ich auch ordentlich Items gescheffelt.
Deb Cameron's. Mal gucken. Das ist auch immer ja, mehr oder weniger map-abhängig, was für Gegner spawnen, aber viele Gegner sind halt auch zufällig. Was bedeutet, dass ja, hier jetzt theoretisch auch wieder die Gegner aus dem ersten Level aufkreuzen könnten. Aber es gibt halt echt eine große Bandbreite an Gegnern. Und deswegen ist das ziemlich unwahrscheinlich. Wir spawnen jetzt mal andere. So, hier sind schon mal die ersten Items. Dann werde ich direkt bleiben und warten, bis ich genug Geld habe. Geht eigentlich immer relativ fix. Da habe ich schon genug. Ich nehme mal das Fragezeichen hier. Na. So, wollen wir hier runter. Bisschen weit runter. Also diesen Schocker, den finde ich extrem geil, muss ich sagen. Der ist sehr stark. Vor allen Dingen halt bei Nahkampfgegnern macht das viel Schaden. Wie man sieht, die machen auch einfach überhaupt keinen Schaden, weil die gar nicht dazu kommen, mir Schaden zu machen. Ah, sauber, ein paar Pilze. Oh, ein bisschen Kohle wieder gescheffelt. Ah, ein bisschen fehlt mir aber noch für die Kiste hier. Du wirst sterben und mir Geld geben. Sauber. Kurz kratzen, weiter geht's. Das ist auch echt nicht schlecht. Ich kann Gegner vereisen oder habe eine Chance, Gegner zu vereisen auf dem Hit. Was natürlich extrem geil ist mit der... mit der MG zusammen. Also mit der Maschinenpistole oder was auch immer das darstellen soll. Da komme ich denn aus dem... Ja, werde ich halt überhaupt nicht mehr gehauen. So. Das hätten wir geregelt da unten. Jetzt wollen wir uns mal weiter auf die Suche nach diesem scheiß Teleporter machen. Man muss irgendwie immer so früh wie möglich versuchen, diesen Teleporter zu finden. Man kriegt wirklich genug Geld, wo er erstmal da ist. So, das war der. Sauber. Ach, wo ist der denn? So ein Mist. Na, komm schon. Sauber. Ah, hier ist ein kaputter Teleporter. Bringt mir relativ wenig. So, ein bisschen Kohle wieder gescheffelt. Also wenn eine neue Kiste kommt, kann ich sie natürlich direkt aufmachen. Das ist sehr gut. Vor allem bin ich langsam echt ganz schön stark. Schön ist, dass es hier kaum Fallschaden gibt, also du kannst fast so weit runterfallen, wie du möchtest. Es ist fast unmöglich, glaube ich, dadurch zu sterben. Ich glaube, es geht gar nicht. Sauber, eine schöne Bombe. Auch wenn ich diese Bombe, muss ich ehrlich sagen, mit am schwächsten finde, weil du dafür dein Geld rausschmeißt. Die nimmt halt die Hälfte deines Geldes und ja, verschießt sie quasi. Kann ich euch mal zeigen hier. Ja, na gut. Soll ich noch hochkommen? Geil, nicht möglich. Gut, dann werde ich hier weiterlaufen, wenn es nicht anders geht.